Hi, mein Name ist Martin Schiebel. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der AI GmbH. KI ist ein sehr komplexes Thema. Viele Unternehmen arbeiten bereits auf diesem Gebiet, aber sie haben ein ganz großes Problem. Es gibt einfach nicht genügend Fachkräfte, die da wären, um diese Probleme zu lösen. Bisher war das Problem immer, dass man Entwickler brauchte, die Code verstehen. Nur etwa 0,4% der gesamten Weltbevölkerung können überhaupt Programmcode lesen. Deswegen haben wir eine ganz einfache Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche entwickelt, mit der auch weniger qualifizierte Fachkräfte in der Lage sind, KI simpel in Lego-Bauweise zusammenzuklicken. Neben dem Fachkräftemangel bedienen wir auch noch andere Key-Performance-Indicators, nämlich zum einen die Time-to-Market. KI-Entwicklung ist immer sehr aufwendig. Mit unserer Software haben wir es geschafft, etwa Faktor 5 schneller zu sein als ein einzelner Entwickler. Wir vereinheitlichen das Ganze und packen es in ein gemeinsames Toolkit, das dem Unternehmen hilft, schneller KI-Projekte umzusetzen. Im vergangenen Jahr konnten wir bereits viele erfolgreiche Projekte mit bestehenden Kunden umsetzen. Die Spanne reicht dabei von E-Commerce über Forensik bis hin zu unserem Kern der Industrie 4.0. In der Industrie 4.0 haben wir einige Kunden. Einer davon ist beispielsweise die Mena GmbH. Dank der Lösung von AI/UI konnten wir innerhalb weniger Wochen eine autarke Lösung für unser Robotiksystem entwickeln, welches zuverlässig mit bestehender Kameratechnik auch unter wechselnden Lichtverhältnissen erkennt, welche Materialien es sich auf dem Träger handelt. Hallo, mein Name ist Stefan Gasterstedt. Ich bin Mitgründer bei AI/UI und zuständig für die technische Leitung. Und ich bin Benjamin Van Lang. Ich bin Mitgründer und zuständig für KI-Entwicklung. Unser AI/MMS ist eine Managementlösung, die den kompletten Workflow von der ersten Idee bis zur laufenden KI abbildet. So wird der Datenbearbeitungsprozess vereinfacht. Damit können die Leute ohne Programmierungsskill die Daten intuitiv verstehen und daran arbeiten. Die von AI/UI sind ein junges, sehr internationales Team, besteht vor allem aus Ingenieuren und Softwareentwicklern, die größtenteils an der Technischen Universität immer noch studiert haben und da herausgefunden haben, dass das Lösen von KI-spezifischen Problemen sehr schwierig ist, weil es ganz einfach an Menschen mangelt, an Fachkräften, die Ahnung von dem Thema haben. Ja? Und aus diesem Grund haben wir zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen diese Software entwickeln, denn nur so können wir tatsächlich KI in die Unternehmen in Deutschland, Europa und der Welt bringen.